Herzlich willkommen zu unserer siebten Sitzung in unserer Vorlesung Biologische Psychologie. Wir haben uns in den letzten Sitzungen damit auseinandergesetzt, was wo in unserem zentralen Nervensystem so rumliegt, also welche Teile unseres zentralen Nervensystems sind so ganz grob, welche Aufgabe haben. Heute gehen wir mal einen Schritt weiter und schauen uns nicht nur an, was macht das zentrale Nervensystem, sondern was macht unser peripheres Nervensystem. Da schauen wir uns also an, was hängt so alles an unten an unserem Gehirn unten dran. Da schauen wir uns erstmal nochmal an, was sind denn alles so Faserverbindungen, die wir kennen sollten. Was ist denn auch unser Rückenmark? Was tut denn unser Rückenmark so? Und dann machen wir mal so einen ganz groben Überblick über diese unterschiedlichen Signalpfade, die wir bei uns in unserem Nervensystem haben. Das ist dann die letzte Vorbereitung für die nähere Betrachtung unserer motorischen und Sinnessysteme, die wir uns dann im nächsten Jahr anschauen wollen. Diese Übersicht, die haben wir ja letzte Woche schon mal gesehen. Ne? Wir haben schon mal gesehen, okay, was ist eigentlich an unserem Nervensystem alles dran? Wir haben uns letzte Woche ganz genau angeschaut, unser Gehirn, also den lila Teil hier, zentrales Nervensystem und Gehirn. Und wir haben auch schon gelernt, was Afferenzen sind und was Efferenzen sind. Also Afferenzen, all die Bahnen, die Informationen an uns hintragen, und Efferenzen, all die Bahnen, mit denen wir Informationen von uns wegtragen. Heute wollen wir uns mit dem gelben Teil beschäftigen, mit unserem peripheren Nervensystem und da vor allem mit den unterschiedlichen Nervenleitungen zu unserem Körper, mit denen wir eben unseren Körper versorgen und auch unsere inneren Organe. Bevor wir uns den Körper anschauen, schauen wir uns erstmal nochmal genauer unser Gehirn an, denn auch da haben wir ganz wichtige Faserverbindungen. Das sind auch so ein paar Fachbegriffe, die sollten Sie auf jeden Fall schon mal gelernt haben. Wir haben es ja schon gesehen, unser Gehirn besteht aus zwei unterschiedlichen Substanzen, einmal die weiße Substanz und einmal die graue Substanz. Graue Substanz haben wir letzte Woche ganz genau kennengelernt, das war diese Bereich unserer neokortikalen Rinde, in der wir vor allem unsere Zellkerne haben. Erinnern Sie sich nochmal dran, das war dieser sechsschichtige Aufbau, diese sechs Schichten, wie so eine Torte aufgeschichtet, mit unterschiedlichen Anteilen von Pyramidenzellen und Interneuronen. Auf der anderen Seite haben wir unsere weiße Substanz, und diese weiße Substanz, das sind vor allem Axone, also die Ausgangsfasern, die Faserverbindungen von den Pyramidenzellen. Diese weiße Substanz, die ist deswegen weiß, weil, das haben wir auch schon gelernt, die sind mit Oligodendrozyten, also Gliazellen, umwickelt. Die sind also myelinisiert. Und Myelin, das ist Fett. Fett sieht weiß aus. Bei diesen langen Faserverbindungen haben wir unterschiedliche Klassen, die sich unterschiedlich danach gruppieren, wie lang sie sind. Das eine, das längste sind unsere Assoziationsfasern, beziehungsweise, das kürzeste sind unsere Assoziationsfasern. Das sind quasi Verbindungen zwischen benachbarten Bereichen in unserem Neokortex. Das heißt, wenn wir uns beispielsweise anschauen, wie kommunizieren unterschiedliche Bereiche in unserem visuellen Kortex. Wir haben es letzte Woche schon kennengelernt, haben diese unterschiedlichen Lappen kennengelernt und schon gesehen, okay, im Okzipitallappen zum Beispiel haben benachbarte Bereiche ganz ähnliche Funktionen. Da hatten wir diese Idee einer kortikalen Hierarchie schon kennengelernt. Also dass ein niedrigeres Areal, ein frühes Verarbeitungsareal, die Informationen dann nach oben weiterreicht. Und diese Weiterreichung von Informationen, das funktioniert über diese Assoziationsfasern, die eben benachbarte Bereiche miteinander verbinden. Wenn wir uns jetzt nicht nur innerhalb von einer Großhirnhälfte, ne, wir haben ja zwei Großhirnhälften, eine linke und eine rechte Hälfte, befinden, sondern wenn wir auch unsere beiden Hirnhälften miteinander verbinden wollen, dann brauchen wir die sogenannten Kommissuren. Diese Kommissuren, die verbinden eben die linke und die rechte Hirnhälfte. Da haben wir einmal eine ganz große Verbindung, unseren Balken, der genau in der Mitte liegt, über die Verbindung laufen. Aber wir haben auch eine sogenannte anteriore und posteriore Kommissur. Das sind nochmal so zwei Faserbündeln, die entweder vorne oder hinten an unserem Gehirn die beiden Hirnhälften miteinander verbinden. Und dann zu guter Letzt haben wir unsere Projektionsfasern, das sind all die langen Axone, die in unserem Gehirn entspringen und dann eben zum Rückenmark
hinunterziehen. Also Projektionen, das sind vor allem, das bezieht sich vor allem auf das motorische System. Hier die sogenannte Pyramidenbahn, die werden wir noch genauer kennenlernen, die eben im motorischen Kortex entspringt und dann die Axone ins Rückenmark runterziehen, also vom zentralen Nervensystem das Rückenmark verbinden. Und jetzt können wir uns mal anschauen, okay, wie bekommen wir eigentlich Informationen an unser zentralen Nervensystem hin und wie bekommen wir Informationen von unserem zentralen Nervensystem weg? Wenn wir da oben anfangen, dann müssen wir uns zuerst mal unsere Hirnnerven anschauen. Hirnnerven, die heißen Hirnnerven, weil das sind Nerven, die entspringen im Gehirn. Das ist relativ trivial. Da haben wir Kerngebiete, wir haben 12 Kerngebiete, 12 auf einer Seite, 12 auf der anderen Seite, die unseren Kopf- und Halsbereich sensorisch und motorisch versorgen. Also wenn wir uns dabei beispielsweise anschauen, wie wird eigentlich unser Kiefer, wie werden unsere Lippen, wie wird unsere Zunge angesteuert, dann werden die eben durch diese Hirnnerven angesteuert. Das sind also Kerngebiete, da haben wir die Zellkerne in den Hirnnervenkernen, die finden sich eben paarig am Hirnstamm und dann ziehen von da die Faserbündel zum Beispiel unseren Kiefer entlang, in die Zunge, in unseren Gesichtsraum, in den Halsraum oder eben auch hier in den Brustraum. Wir haben eine ganz wichtige Struktur letzte Woche schon kennengelernt, den Pons, ne, den Bereich, da wo auch unser Kleinhirn die Verbindung hat. Und da sitzen eben ganz viele von diesen Hirnnervenkernen. Das Ganze hat zwei große Ausnahmen, nämlich einmal den Nervus opticus. Der zieht eben nicht großartig in den Gesichtsbereich, sondern tatsächlich nur zu unseren Augen hin. Und einmal den Nervus olfactorius, den werden wir auch noch genau kennenlernen, unseren Riechkolben, der eben aus dem Gehirn in unsere Nase hineinzieht. Die haben eben ihre Hirnnervenkerne nicht im Pons, sondern an unterschiedlichen Bereichen in unserem Gehirn. Hier habe ich Ihnen mal eine Tabelle mitgebracht zur Übersicht. Die müssen Sie auch alle nicht auswendig lernen. Also Sie müssen jetzt nicht auswendig lernen, okay, wie heißt irgendwie der siebte Hirnnerv? Das müssen Sie nicht wissen, aber Sie sollten zumindest grob schon mal wissen, okay, es gibt unterschiedliche Nerven, die unterschiedliche Bereiche unseres Gesichts-, Kopf-, Rumpfbereiches versorgen. Und es gibt so ein paar ganz zentrale Nerven, die Sie auf jeden Fall schon mal gehört haben sollten, wie zum Beispiel den 10. Hirnnerv, hier die Lateiner wissen es, mit 10, mit X abgekürzt, unseren Nervus vagus, der ganz zentral ist, eben hier für die Versorgung unseres, also die Verbindung zwischen unserem zentralen Nervensystem und beispielsweise unserem Rumpf-, Herz-Lungenbereich. Wenn wir dann weiter runtergehen von unserem Pons, unser Rückenmark weiter runterlaufen, dann kommen wir zu den Spinalnerven. Spinalnerven sind im Grunde das gleiche wie Hirnnerven, nur dass sie eben nicht im Hirn entspringen, sondern am Rückenmark. Auch hier wieder paarig angeordnet. Wir haben also unser Rückenmark und am Rückenmark haben wir eben quasi paarige Nervenfasern, die zwischen jedem Wirbelsegment unser Rückenmark verlassen. Ne, unsere Wirbelsäule, das sind ja quasi aufeinander gestapelte Knochensegmente und immer zwischen diesen Knochensegmenten haben wir einen Bereich, in dem dann die Nerven aus unseren Rücken verlassen können. Das kennen Sie vielleicht, aber Sie sind noch jung, bei Ihnen wird das wahrscheinlich nicht so passieren. Wenn sich diese Rückenmarksegmente gegeneinander verschieben, also diese Knochen gegeneinander verschieben, dann können diese Spinalnervenfasern auch eingeklemmt sein und das ist dann immer sehr schmerzhaft. Wenn man beispielsweise Rückenschmerzen bekommt oder in die Hüfte wehtut, das kann dann durchaus mal daran liegen, dass hier diese Nervenfasern eingeklemmt sind. Was wir hier bei diesem Rückenmark uns auf jeden Fall merken sollten, ist eine ganz wichtige räumliche Orientierung, nämlich wir haben zwei Bereiche, den Dorsalbereich und den ventralen Bereich. Dorsal, das ist der Bereich, wo unsere sensorischen, also die afferenten Informationen ankommen. Auf der anderen Seite ventral, das ist eben der Bereich, wo unsere motorischen, also die efferenten Verbindungen unser Rückenmark verlassen. Das heißt, wir haben auf jeder Ebene unseres Rückenmarks,
einen sensorischen und motorischen Bereich, eben wo einmal die sensorische Information ankommt und die motorische Information unser Rückenmark dann wieder verlässt. Die Orte, wo wir dann die Zellkörper haben, sind ganz leicht unterschiedlich. Also im sensorischen Bereich liegen die Zellkörper der Faserverbindung nicht innerhalb des Rückenmarks, sondern im sogenannten Spinalganglion. Spinalganglion, das sind so Verdickungen, so Nervenknoten, können Sie sich das vorstellen. Also dieser Begriff Ganglion, der wird immer wieder vorkommen. Wir werden immer wieder mal kennenlernen, diesen Begriff Ganglion, das heißt im Grunde nichts anderes als eine Anhäufung von Nervenzellen. Und hier haben wir eben im dorsalen, im sensorischen Bereich, da liegen die Zellkörper der sensorischen Nerven, liegen eben in den Spinalganglien. Die haben wir schon kennengelernt, das waren diese bipolaren Nervenzellen. Erinnern Sie sich mal dran, da hatten wir einen Zellkörper und dann das Axon, das sich so teilt. Und da liegt eben genau der Zellkörper, liegt in diesem Spinalganglion, der eine Teil vom Axon, der zieht dann eben in unseren Körper und der andere Teil in unser Rückenmark, wo er dann eben weiter verschaltet wird. Auf der anderen Seite, unsere motorischen Verbindungen, da liegen die Zellkörper tatsächlich im Rückenmark. Das heißt, da kommt die Information aus unserem zentralen Nervensystem an, läuft dann über die Projektionsfasern unser Rückenmark entlang und wird dann im Rückenmark auf das nächste motorische Neuron verschaltet. Sprich, da kommt dann quasi, das ist die erste Verbindung, ne, da kommt die Information direkt aus unserem motorischen Kortex im Rückenmark an und wird da dann auf die motorischen Neurone verschaltet. Falls Sie sich nochmal die Begriffe nicht mehr genau merken können, ventral und dorsal, dorsal ist Rücken, da kommt die Information rein, ventral der Bauch, ne, da geht die Information raus. Ich kann es mir auch nie merken. Also, das heißt, unser peripheres Nervensystem, alles, was so an unserem zentralen Nervensystem unten dranhängt, teilt sich also einmal ein in den Bereich, den wir gerade kennengelernt haben, nämlich unseren somatischen, motorischen Bereich. Das sind quasi die Bereiche, mit denen wir Informationen aus unserem Körper aufnehmen und mit denen wir Informationen an unseren Körper abschicken. Das ist quasi der Bereich, den wir bewusst steuern und bewusst wahrnehmen. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber auch noch einen Bereich unseres peripheren Nervensystems, den wir nicht bewusst steuern und nicht unbedingt bewusst wahrnehmen. Und das ist das sogenannte autonome oder vegetative Nervensystem, hier mit ANS abgekürzt. Und in diesem autonomen Nervensystem haben wir zwei ganz, ganz wichtige Systeme, einmal den Sympathikus und einmal den Parasympathikus. Und Sie sehen es schon, wo greifen diese beiden unterschiedlichen Systeme an? Also unser somatomotorisches System greift auf die sogenannte Skelettmuskulatur zu. Das ist eine Art von Muskulatur, die sogenannte quergestreifte Muskulatur. Die werden wir uns dann im nächsten Jahr, in der nächsten Sitzung ganz genau anschauen. Auf der anderen Seite unser autonomes Nervensystem, das greift auf eine glatte Muskulatur zu, hier die Smooth Muscles. Das ist eben die Muskulatur unserer inneren Organe. Die funktioniert ein bisschen anders als unsere quergestreifte Skelettmuskulatur, aber die wird eben hier von unserem Sympathikus und Parasympathikus versorgt. Was Sie hier auch schon sehen und was Sie sich auch merken sollten in dieser Abbildung, ist, wo werden denn eigentlich diese Zellen jeweils verschaltet? Wir haben es schon gesehen, im somatosensorischen und motorischen System, da haben wir eine sehr direkte Verschaltung. Da haben wir quasi im motorischen System eine Verschaltung von Axonen, von Nervenzellen in unserem motorischen Kortex. Da ziehen dann die Axone, die Projektionsfasern in unser Rückenmark hinein und werden da dann auf die Nervenfasern verschaltet, die unsere Muskulatur innervieren. In unserem autonomen Nervensystem haben wir noch einen zusätzlichen Zwischenschritt. Auch wieder sogenannte Ganglienzellen. Ne? Da haben wir auch wieder diese Zellkerne, diese Ansammlung von Nervenzellen, die entweder im sympathischen Nervensystem auch wieder direkt am Rückenmark dran liegen, im sogenannten Grenzstrang, oder im Falle des Parasympathikus nah am Zielorgan sind. Also hier haben wir quasi eine weitere Verschaltungsstation drin. Und wir sehen es auch schon,
hier gelb und grün markiert. Wir haben unterschiedliche Neurotransmitter, die haben wir auch schon kennengelernt. Neurotransmitter, erinnern Sie sich nochmal zurück, haben wir vor 2 oder 3 Wochen uns angeschaut. Einmal unser ACH, unser Acetylcholin, der Neurotransmitter in unserem Parasympathikus, und einmal Noradrenalin, erinnern Sie sich nochmal dran, ne, auf Englisch Norepinephrin, ist aber das gleiche wie Noradrenalin, deswegen hier die Abkürzung NE, das ist unser Noradrenalin. Schauen wir uns das Ganze nochmal an, was machen nochmal Sympathikus und Parasympathikus. Da für die Arbeit von Sympathikus und Parasympathikus hat der Herr Chandri eine ganz schmissige Bezeichnung gefunden, nämlich den sogenannten funktionellen Synergismus. Das heißt, das sind keine Gegenspieler, die arbeiten also nicht gegeneinander, sondern die arbeiten zusammen, je nachdem, welche Anforderungen wir gerade an sie stellen. Der Sympathikus, der ist immer dann relevant, wenn wir eine sogenannte ergotrope Reaktionslage haben, also wenn wir irgendwas machen wollen. Das heißt, wenn wir irgendwie gestresst sind, wenn wir kurzfristig unsere Energie freisetzen wollen, dann müssen wir den Sympathikus aktivieren. Das kennen Sie alle, wenn Sie schon mal ein Referat halten mussten oder schnell zum Bus rennen mussten heute Morgen. Das heißt, Ihr Puls steigt an, Ihr Blutdruck steigt an, Ihre Pupillen weiten sich, Sie kommen also in diesen Aktivierungszustand. Da kennen Sie vielleicht schon dieses Schlagwort Fight or Flight. Sie sind also in so einem Erregungsaktivierungszustand. Ganz wichtig, ich hatte schon gesagt, hier die Verschaltung erfolgt eben nahe am Rückenmark im Grenzstrang. Also diese Ganglien, die nah am Rückenmark dran liegen. Auf der anderen Seite haben wir eben unseren Parasympathikus, der eben immer dann relevant wird, wenn Sie dann, Sie sind heute Morgen zum Bus gerannt, da mussten Sie Ihren Sympathikus aktivieren und dann haben Sie hoffentlich den Bus geschafft, standen im Bus drin und dann konnten Sie sich wieder beruhigen. Dann aktivieren Sie Ihren Parasympathikus, dann kommen Sie also in eine sogenannte topotrophe Reaktionslage, die eben genau das Gegenteil ist. Hier das Schlagwort ist Rest and Digest, also Sie können sich so ein bisschen erholen, regenerieren. Ihr Blutdruck sinkt wieder, Ihre Pupillen verengen sich wieder und Sie kommen so ein bisschen runter. Hier eben die Verschaltung nah am Zielorgan. Da haben wir die Ganglienzellen also kurz vor dem Zielorgan liegend. Das heißt, wir haben, je nachdem, was wir gerade machen wollen, haben wir hier entweder einen Erregungs- oder einen Hemmungszustand, eine Aktivierung eines Sympathikus oder Aktivierung eines Parasympathikus. Und jetzt die große Frage, woher weiß jetzt unser Körper, welches System er eigentlich aktivieren soll? Und dazu haben wir unser sogenanntes zentrales autonomes Netzwerk, das Central Autonomic Network. Dieses zentrale autonome Netzwerk, das ist im Grunde ein Netzwerk, eine Rückmeldeschleife, um eben diese ganzen vegetativen Funktionen, also Erregung und Hemmung, Aktivierung und Beruhigung miteinander zu kommunizieren. Und da haben wir ganz wichtige Stellschrauben auch schon kennengelernt, nämlich unsere Hormone. Die sind hier ganz zentral dran beteiligt. Wenn wir uns also mal anschauen, wir haben ja ganz zentral hier in lila eingezeichnet unseren ganz wichtigen Koordinator für unser zentrales und peripheres Nervensystem, nämlich unseren Hypothalamus. Und dieser Hypothalamus, der kann eben jetzt beispielsweise ganz bestimmte hormonelle Signale freisetzen, die uns dann in einen Erregungszustand bringen. Und dann kommt dieser Erregungszustand, führt dann zu einer körperlichen Erregung und die wird dann eben auch wieder zurückgemeldet über beispielsweise Kerne, die wir letzte Woche schon kennengelernt haben, Locus coeruleus und den Tractus solitarii, also hier diese Kerngebiete in unserem Hirnstamm, die eben dann die Information aus unserem Körper wieder einsammeln und hier wieder zurückmelden. Das ist quasi einfach so ein Regelkreislauf, der unterschiedliche Anforderungen reguliert. Ganz stark, ganz wichtig eben dabei ist eben quasi diese Koordination über unsere hormonellen Signale. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben also Hirn- und Spinalnerven, die sind relevant für die afferente und efferente Informationsleitung. Das sind also Nervenfasern, die sowohl Informationen aus unserem Körper aufnehmen, als auch Informationen an unseren Körper abgeben.
Die sind also die Verbindung zwischen unserem zentralen Nervensystem und unserem peripheren Nervensystem. Und unser Rückenmark verbindet zusätzlich noch eben unser zentralen Nervensystem mit unserem viszeralen oder autonomen Nervensystem. Da haben wir eben dann quasi in unserem Rückenmark, haben wir jetzt eben schon kennengelernt, die auf der ventralen, auf der Bauchseite unsere Zellkörper für unser motorisches System. Wir haben auf der dorsalen Seite, da haben wir unsere sensorischen Zellkörper im Spinalganglion. Und zusätzlich haben wir eben neben dem Rückenmark unseren sogenannten Grenzstrang. Und im Grenzstrang, da haben wir die Zellkerne für unser sympathisches Nervensystem. Und im parasympathischen Nervensystem, da liegen die Zellkerne nah an den Ausführungsorganen. In der Abbildung sehen Sie es nochmal so ein bisschen, dass Sie das nochmal klar bekommen, weil ich habe das tatsächlich lange auch selber nicht verstanden. Wo liegen jetzt eigentlich Grenzstrang? Wo liegen jetzt eigentlich nochmal diese Ganglienzellen? Wie ist das alles räumlich organisiert? Dass Sie es nochmal im Hinterkopf behalten. Das sind unterschiedliche Nervenbahnen. Also hier haben wir es beispielsweise in blau eingezeichnet. Das sind die sensorischen Nerven, die eben jetzt hier die Zellkerne in den Spinalganglien haben. Und dann haben wir eben dazu zusätzlich noch eine weitere Bahn, unseren Grenzstrang, in dem dann eben die Verbindung zu unserem sympathischen Nervensystem liegt. Gibt es dazu von Ihnen erstmal irgendwelche Fragen? Ja. Die Frage ist, ob der Ort der Verschaltung einen Einfluss darauf hat, wie schnell die Information verschaltet wird. Nein, hat es nicht, weil den Einfluss auf die Schnelle der Übertragung hat im Grunde in erster Linie die Anzahl der Synapsen. Jede chemische Synapse verzögert ihr Signal so um etwa 5 Millisekunden. Das heißt, je mehr Synapsen Sie haben, desto langsamer geht die Übertragung vonstatten. Aber Sie haben sowohl im sympathischen als auch im parasympathischen System im Vergleich zum motorischen System eine zusätzliche Verschaltung, aber zwischen sympathischem und parasympathischem System haben Sie im Grunde dadurch keinerlei Latenzunterschied. Jetzt haben wir also gelernt, wie unser zentrales und peripheres Nervensystem miteinander kommunizieren. Jetzt schauen wir uns mal ganz grob an, wie wir denn eigentlich Informationen in unseren Nervensystem transportieren, damit wir dann nächstes Jahr in den nächsten Sitzungen ganz genau wissen, okay, jetzt schauen wir uns das motorische System an, wir schauen uns die sensorischen Systeme an, wie laufen denn eigentlich überhaupt in diesen Systemen die Informationsübertragung ab? Es gibt in unseren sensorischen, also in den afferenten Signalwegen, also in den Signalwegen, mit denen wir Informationen bekommen, im Grunde ganz stereotype Baupläne, wie diese Informationsübertragung stattfindet. Und das werden wir dann nächstes Jahr in den unterschiedlichen sensorischen Systemen eins zu eins nochmal nachvollziehen, wie das in den jeweiligen Systemen ist. Ich habe es Ihnen hier mal für das auditorische System mitgebracht, aber im Grunde können wir das genauso für jedes andere sensorische System durchspielen. Wir haben auf der untersten Ebene haben wir unsere Reize. Jedes unserer sensorischen Systeme hat einen sogenannten adäquaten Reiz, also einen Reiz, mit dem dieses sensorische System angesprochen wird. Und dieser Reiz, der aktiviert eine Sensorzelle und diese Sensorzelle leitet die Information über die afferenten Fasern, also die Fasern, die Informationen an uns hin transportieren, in sogenannte Projektionsgebiete, also in Bereiche unseres Neokortex, die dann diese Information aufnehmen. Und dort wird die Information verarbeitet und es kommt zu einer Empfindung, also zu einer Registrierung dieser Information. Und diese Registrierung der Information wird dann in unserem Neokortex weiter verarbeitet, bis sie dann tatsächlich irgendwann zu einer bewussten Wahrnehmung wird. Es gibt also einen Unterschied zwischen der reinen sensorischen Registrierung eines Reizes und einer bewussten Wahrnehmung. Nicht alles, was in unserem Gehirn ankommt, nehmen wir auch bewusst wahr, sondern da gibt es einen Informationsfilter. Da haben wir zum Beispiel den Thalamus und es gibt auch kognitive Prozesse wie Aufmerksamkeit, die hier Informationen filtern. Und nur Informationen, die diesen Filter passieren, die werden auch tatsächlich von uns bewusst wahrgenommen.
Diese Wahrnehmung, die lässt sich dann durch Feedback, also durch absteigende, wir haben es letzte Woche schon kennengelernt, Top-Down-Verbindungen beeinflussen. Das kennen Sie auch alle von sich selber. Sie können Ihre Aufmerksamkeit auf ganz bestimmte Informationen richten. Wenn Sie mir jetzt gerade bewusst zuhören, dann blenden Sie zum Beispiel aus, dass draußen jemand vorbeiläuft und seinen Hund ausführt. Das ist Information, die kommt eventuell in Ihrem sensorischen Kortex an, der schenken Sie aber keine Aufmerksamkeit, die wird also nicht von Ihnen bewusst verarbeitet. Wir haben in unserem sensorischen System, auch nicht in jedem System, nicht nur einen Signalpfad, sondern wir haben sehr viele parallele Signalpfade. Das heißt, wir haben zum einen eben parallele Faserverbindungen, die gleiche Information aufnehmen, aber wir haben auch unterschiedliche Pfade, die unterschiedliche Aspekte der Information aufnehmen. Also redundante Information. Jeder Reiz, der in unserer Umwelt passiert, hat unterschiedliche Eigenschaften. Also beispielsweise unsere visuelle Information hat die Anteile Farbe, Helligkeit, Bewegung, Ort im Raum, das sind alles unterschiedliche Informationen, die wir über unterschiedliche Signalpfade verarbeiten. Hier im Beispiel habe ich mal mitgebracht, das somatosensorische System, also das System, mit dem wir unseren Körper wahrnehmen, da haben wir unterschiedliche parallele Systeme, die unsere Berührung transportieren und die unseren Schmerz transportieren. Also unterschiedliche Qualitäten eines sensorischen Signals werden auf parallelen Pfaden, auf redundanten Pfaden transportiert. Diese unterschiedlichen Pfade, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit unterschiedlichen Nervenzellen assoziiert sind, also unterschiedlich großen Nervenzellen mit unterschiedlich dicken Nervenzellfasern. Also das hatten wir schon so ein bisschen kennengelernt. Wir hatten uns ja schon die unterschiedlichen Klassifikationen von Nervenzellen angeschaut und hatten da schon gesehen, okay, ganz grundsätzlich, je dicker eine Nervenzelle ist, desto schneller leitet sie Information und je myelinisierter eine Nervenzelle ist, desto leichter und desto sicherer leitet sie Information. Und so haben wir eben unterschiedliche Anteile unserer Empfindungen werden über unterschiedliche Nervenfasern transportiert. Das werden wir in den unterschiedlichen Systemen noch genauer kennenlernen. Wenn wir also kennenlernen, dass beispielsweise in unserem visuellen System Farbe und Helligkeitsunterschiede über unterschiedliche Nervenfasern transportiert werden. Oder eben in unserem Berührungssystem unterschiedliche Qualitäten von Berührung, also ein Druck oder eine Vibration über unterschiedliche Fasern transportiert werden. Je stärker aber ein Reiz ist, desto mehr Nervenfasern aktiviert er. Das können Sie sich schon mal ganz grundsätzlich merken. Ein starker Reiz aktiviert immer mehrere von diesen parallelen Nervenfasern. Unterschiedliche Bahnen sind dabei assoziiert mit unterschiedlichen Wahrnehmungsqualitäten, aber eben stärkere Reize aktivieren immer mehrere Signalwege und werden dadurch auch erzeugen damit auch eine stärkere Empfindung. Hier mal ein Beispiel von unserem somatosensorischen System dargestellt, also ein leichter Berührungsreiz aktiviert eben nur eine einzige Faser, die A-Alpha-Faser, die am schnellsten Information leitet. Und wenn ich jetzt eben mich ganz leicht berühre, dann wird eben nur die A-Alpha-Faser aktiviert. Und je stärker ich jetzt hier auf meine Haut drauf drücke, werden eben zusätzlich noch die A-Alpha, A-Beta, A-Delta-Fasern aktiviert. Und wenn ich mich dann so stark auf meine Haut drücke, dass es weh tut, dann werden zusätzlich auch noch die Fasern aktiviert, die Schmerzreize transportieren, unsere sogenannten C-Fasern. Und Sie sehen es hier schon in der Abbildung, eben diese unterschiedlichen Fasern sind mit unterschiedlichen Leitungsgeschwindigkeiten assoziiert, die dann eben über unterschiedliche Verzögerungen, unterschiedliche Latenzen Informationen transportieren. Das kennen Sie vielleicht auch von sich selber. Wenn Sie sich schon mal in den Finger geschnitten haben, dann haben Sie vielleicht gemerkt, okay, das dauert so ein bisschen, bis das wehtut. Das heißt, dieser Schmerz, der kommt tatsächlich relativ langsam an, der kommt mit einer relativ starken Verzögerung in Ihrem Gehirn an. Unsere Sinneszellen, hatte ich gerade eben schon erwähnt, sind ganz grob gesagt eben bipolare Neurone. Die haben einen Zellkörper mit einem geteilten Axon. Das sind also Nervenzellen, die einen ganz
prototypischen Aufbau haben, also in jedem von unserem Sensor, in jeder von unseren sensorischen Systemen, finden wir eben diese bipolaren Neurone. Bei diesen bipolaren Neuronen, da haben wir eben entweder spezialisierte Nervenendigungen, die zu sogenannten Sinnesrezeptoren, also nicht Rezeptoren im Sinne von einem Ionenkanal, sondern Rezeptor im Sinne eines Bereiches, der einen Sinn, einen Reiz aufnehmen kann, verändert werden. Oder wir haben eben eine Verbindung zu einem ganz bestimmten, zu einer ganz bestimmten Zellart, die Informationen aufnehmen kann. Wir haben eben also unterschiedliche Rezeptoren, unterschiedliche sinnaufnehmende Organellen, je nachdem, in welchem Sinn wir uns befinden. Wir haben es ja hier mal auf der Abbildung. Sehen wir es eben beispielsweise, dass wir in unserem visuellen System, im Auge, da haben wir eben Rezeptoren, die reagieren auf eine Energie, einkommende Lichtenergie mit einem Zerfall eines ganz bestimmten Moleküls, dem Rhodopsin. Und das löst dann eine Signalkaskade auf, die dann von unserem sensorischen Neuron aufgenommen wird. Das heißt, wir können unsere Sinneszellen ganz grob einteilen in unterschiedliche Klassen. Und zwar können wir die einteilen in sogenannte primäre Sinneszellen und sekundäre Sinneszellen. Die primären Sinneszellen, die zeichnen sich dadurch aus, dass das im Grunde spezialisierte, also Spezialformen von diesen bipolaren Neuronen sind. Da haben wir also den sensorischen Bereich des bipolaren Neurons so spezialisiert, dass dieser Bereich Informationen aus unserer Umwelt aufnehmen kann. Wenn wir uns also beispielsweise in unserem olfaktorischen System, also in unserem Geruchssystem befinden, da hängen also aus unserem Gehirn hängen so Bipolarzellen raus. Und da quasi hängt ne, so der eine Teil des Axons hängt so in unseren Nasenraum rein. Und da haben wir dann eben an diesem Bereich unserer Bipolarzelle, die Information aufnimmt, haben wir also Bindungsstellen für ganz bestimmte in der Luft gelöste Teilchen. Da haben wir wieder unser Schlüssel-Schloss-Prinzip. Wir kennen es schon von den Neurotransmittern. Die können jetzt hier an diese Bindungsstellen binden und damit einen Ionenkanal öffnen oder einen G-Protein gekoppelten Rezeptor aktivieren, der dann eben hier unser bipolares Neuron, unsere Bipolarzelle aktiviert. Also, primäre Sinneszellen, das sind im Grunde Nervenzellen, spezialisierte Neurone, und die Aktivierung, die funktioniert genauso, wie wir es schon eben von Nervenzellen kennengelernt haben. Auf der anderen Seite sekundäre Sinneszellen, das sind spezialisierte Gewebezellen. Da haben wir also irgendeinen anderen Zelltyp so weit spezialisiert, dass der einen Reiz aufnehmen kann, und der erzeugt dann ein sogenanntes Generatorpotenzial. Da wird also quasi Information an dieser Gewebezelle gesammelt, und wenn eine ausreichende Information gesammelt wurde, dann wird hier eine Neurotransmitterausschüttung ausgelöst, und dann wird diese Information über eine chemische Synapse an die Bipolarzelle weitergegeben. Das haben wir beispielsweise in unserem gustatorischen System, also unserem Geschmackssystem. Da haben wir die Geschmacksknospen oder diese Geschmackssinneszellen in den Geschmacksknospen, die sammeln also beispielsweise Informationen über ganz bestimmte im Speichel gelöste Moleküle, also beispielsweise ganz bestimmte Gewürze oder Salz oder so, und dann sammeln die eben die Information, und dann, wenn eine ganz bestimmte Schwelle erreicht ist, schütten die dann einen Neurotransmitter aus, um dann eben unsere Bipolarzelle zu aktivieren. Das heißt, wir haben unterschiedliche Arten, wie wir unsere Rezeptoren aktivieren können. Nochmal, um so ein bisschen klar zu bekommen, ne, wir haben einmal Rezeptor kennengelernt als dieses Ding in der Zellmembran, das ein Neurotransmitter oder ein Hormon aufnimmt. Das war quasi der Rezeptor im Sinne von ein Ding in der Zellmembran. Aber man kann eben Rezeptor auch, also mit Rezeptor auch bezeichnen, die Art von Zelle, die eine Information aus der Umwelt aufnimmt. Das ist leider jetzt quasi der gleiche Begriff für zwei unterschiedliche Dinge verwendet, aber ich hoffe, Sie kommen mit der semantischen Unklarheit hier einigermaßen zurecht. Wir haben also Rezeptoren, die eben aktiviert werden, wie wir es schon von unseren Nervenzellen kennen, durch ganz bestimmte passende Botenstoffe.
Eben hier zum Beispiel unsere olfaktorischen Sinneszellen. Da haben wir eben dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Jeder Rezeptor hat einen ganz bestimmten Botenstoff, der durch ihn aktiviert wird. Auf der anderen Seite haben wir Rezeptoren, die werden durch Strahlung aktiviert. Strahlung, ne, also irgendwelche Energie, die unseren Körper erreicht, sei es eben hier im Fall von unserem Auge, eben unser ganz bestimmte Wellenlängen des elektromagnetischen Spektrums, die wir als sichtbar wahrnehmen, die führen eben dazu, dass ganz bestimmte Moleküle hier in den Photorezeptoren zerfallen und damit dann eine Signalkaskade ausgelöst wird. Oder wir haben beispielsweise unsere Hautrezeptoren, mit der können wir Wärme erkennen. Wärme ist ja auch nichts anderes als eine Energiestrahlung. Und zu guter Letzt haben wir eben also quasi auch Rezeptoren, die reagieren auf eine mechanische Verformung. Das Prinzip haben wir auch schon kennengelernt. Erinnern Sie sich nochmal dran, die mechanosensiblen Ionenkanäle kennengelernt. Da hatten wir es kennengelernt mit Ionenkanäle. Und wenn wir dann an der Zellmembran ziehen, dann geht der Ionenkanal auf. Genau das ist die Grundlage für diese mechanosensiblen Rezeptoren, beispielsweise in unserer Haut oder in unserem Ohr. Die gehen also auf eine mechanische Verformung hinauf und lösen damit einen Reiz aus. Auch hier nochmal eine kompakte Übersicht, wo Sie nochmal unsere unterschiedlichen Sinne haben mit den unterschiedlichen Modalitäten, den entsprechenden Reizen und den entsprechenden Rezeptoren. Auch das sollten Sie zumindest schon mal so grob wissen. Also Sie sollten also irgendwann mal, wenn es an die Klausur geht, schon auch wissen, okay, was sind jeweils die jeweiligen Reize, die wir mit unseren unterschiedlichen sensorischen Systemen aufnehmen. Gibt es dazu erstmal irgendwelche Fragen von Ihnen? Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann machen wir ganz schnell weiter zu einem weiteren ganz, ganz wichtigen Begriff, nämlich das rezeptive Feld. Das rezeptive Feld, das wird Sie noch durch Ihre ganzen, zumindest Ihren ganzen Bachelor begleiten. Das werden Sie auf jeden Fall in VACO kennenlernen. Sie werden es vermutlich auch in der klinischen Psychologie kennenlernen, was so ein rezeptives Feld ist. Deswegen, das sollten Sie sich auf jeden Fall merken. Das rezeptive Feld, das beschreibt den Bereich unseres Körpers, an dem ein Reiz eine Nervenzelle aktivieren kann. Also ein rezeptives Feld wird immer definiert von Seiten der Nervenzelle. Wir schauen uns also an, was ist das rezeptive Feld einer Nervenzelle? Also welchen Bereich unserer Umwelt deckt diese Nervenzelle ab? Das können wir uns, wenn wir uns eben unsere Haut anschauen, ich kann mich an unterschiedlichen Orten meines Körpers berühren und jeweils, je nachdem, wo ich mich berühre, wird eine andere Nervenzelle aktiviert. Und je nachdem, welchen Bereich ich eben aktiviere, aktiviere ich unterschiedliche rezeptive Felder. Das Gleiche haben wir beispielsweise in unserem visuellen System auch. Da haben wir auf unserer Retina, in unserem Auge, rezeptive Felder, das bezeichnet einfach den Bereich aus unserer Umwelt, von dem Informationen eine ganz bestimmte Nervenzelle aktivieren. Und diese rezeptiven Felder, die sind auf der ersten Verarbeitungsebene sehr, sehr, sehr primitiv. Da haben wir dann also einfach, wenn wir uns zum Beispiel in unserem somatosensorischen System anschauen, die Verbindung, die Nervenfaser aus unserer Haut zum Rückenmark hin. Die hat ein sehr, sehr einfaches rezeptives Feld. Da haben wir quasi einfach nur einen Bereich unserer Haut. Wenn ich mich da berühre, den ich stimuliere, dann wird einfach diese Nervenzelle aktiviert. Das ist relativ, sehr, sehr banal. Und mit jeder Verschaltungsstufe, mit jeder Verarbeitungsstufe, in der ich die Hierarchie weiterlaufe, werden diese rezeptiven Felder miteinander verknüpft. Da werden dann zwei Begriffe wichtig, die wir schon kennengelernt haben, nämlich einmal Konvergenz und Divergenz. Konvergenz, also das Zusammenlaufen von Informationen, und Divergenz, das Auseinanderlaufen von Informationen, und zusätzlich eben die sogenannte laterale Hemmung, also die gegenseitige Hemmung von benachbarten Nervenzellen. Das heißt, rezeptive Felder, benachbarte Nervenzellen haben rezeptive Felder, und diese rezeptiven Felder von benachbarten Nervenzellen können sich
überlappen. Und je nachdem, wo eben jetzt hier mein Organ stimuliert wird, werden mehrere Nervenzellen aktiviert oder unterschiedliche Nervenzellen aktiviert. Und diese Verschaltung von benachbarten Nervenzellen kann dann eben auch dazu führen, dass sich benachbarte Nervenzellen gegenseitig hemmen, um so dann zum Beispiel Kontrastwahrnehmung zu ermöglichen. Und diese Verschaltung von Konvergenz, Divergenz und lateraler Hemmung ist dann die Grundlage, um komplexe rezeptive Felder zu erzeugen. Das heißt, je höher wir in der Hierarchie kommen, desto komplizierter wird der Aufbau von diesen rezeptiven Feldern. Auf der ersten Hierarchieebene ist es quasi einfach nur an und aus. Ich berühre den Bereich, der von meiner Nervenzelle verarbeitet wird, versorgt wird, und dann wird diese Nervenzelle aktiviert oder eben auch nicht. Also an und aus. Und mit jedem Verarbeitungsschritt haben wir dann eben auch sowas wie eine Kontrastwahrnehmung, dass sich dann quasi, dass dann verarbeitet wird, okay, wird ein Bereich berührt und der umliegende Bereich eben nicht berührt, um sowas wie eine Kontrastwahrnehmung zu ermöglichen. Und sobald wir dann im zentralen Nervensystem, also in unserem Neokortex angekommen sind, haben wir dann sehr komplexe Nervenzellen, die graduell reagieren, also mit einer abgestuften Antwort auf unterschiedliche Bewegungen reagieren. Auch wieder hier ein Beispiel aus unserem somatosensorischen System. Das ist eine Ableitung von einer einzelnen Nervenzelle aus dem somatosensorischen Kortex eines Affen. Ich weiß jetzt nicht, welcher Affe, aber es ist irgendeine Art von Affe. Ne? Somatosensorischer Kortex haben wir letzte Woche schon kennengelernt, liegt hinter unserer Zentralfurche. Erinnern Sie sich nochmal dran, somatotop organisiert, also benachbarte Bereiche unseres Körpers werden an benachbarten Bereichen unseres somatosensorischen Kortex verarbeitet. Und wenn wir jetzt von einer Zelle aus unserem somatosensorischen Kortex ableiten, dann sehen wir dann, diese Zelle, die reagiert, präferiert, also am stärksten auf eine Aktivierung an einer ganz bestimmten Körperregion, aber die reagiert auch auf eine Aktivierung von benachbarten Körperregionen, aber eben in abgestufter, abgeschwächter Art und Weise. Das ermöglicht also so eine graduelle Aktivierung unseres sensorischen Systems. Was wir aber auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollten, ist diese Idee einer hierarchischen Organisation, dass wir also mit jeder Verarbeitungsstufe Informationen kombinieren. Frühe sensorische Areale verarbeiten also einfache Reize mit einfachen rezeptiven Feldern. Das gilt sowohl für unser peripheres Nervensystem als auch für unser zentrales Nervensystem. Also auch in unserem Neokortex sensorisch frühe Areale, also die primären sensorischen Areale, verarbeiten relativ einfache Reize. Im visuellen System zum Beispiel hell-dunkel, Kanten, Gegenfarben. Im auditorischen System einfache Frequenzen. Im somatosensorischen System eben die einfache Berührung an einem ganz bestimmten Körper, an einer ganz bestimmten Körperregion. Und wenn wir uns in unserem Neokortex von den frühen sensorischen Arealen zu den höheren sensorischen Arealen bewegen, dann wird diese Information eben immer weiter zusammengefasst. Die rezeptiven Felder werden also immer komplexer und die Information, die an einzelnen Zellen verarbeitet wird, in einzelnen Zellen repräsentiert wird, ist damit auch immer komplexer. Ist dieses Prinzip der rezeptiven Felder einigermaßen klar geworden? Okay, wenn wir nochmal schauen, wenn wir uns das Ganze in den einzelnen sensorischen Systemen genauer anschauen. Ich hatte schon gesagt, unsere sensorischen Systeme sind nach ganz bestimmten Ordnungsprinzipien organisiert. Da haben wir also eine sogenannte topische Organisation, also irgendwie geordnet organisiert. Das heißt, unsere rezeptiven Felder in unserem Neokortex haben irgendeine funktionelle Beziehung zueinander. Das heißt, benachbarte Bereiche an unseren Sinnesorganen, also unsere Haut, unsere Retina, unsere Cochlea in unserem Innenohr, das sind eben unsere Sinnesorgane, die haben also benachbarte Bereiche. Und diese benachbarten Bereiche unserer Sinnesorgane werden an benachbarten Bereichen unseres Neokortex verarbeitet. Die Ordnung dabei hängt eben dann von unseren Sinnesorganen ab.
Also zum Beispiel in unserem visuellen System haben wir eine sogenannte Retinotopie. Das heißt, in unserem visuellen Kortex werden Dinge nach der Ordnung auf unserer Retina verarbeitet. Das heißt, Dinge, die rechts in unserem visuellen Feld sind, werden auf der linken Seite in unserem visuellen Kortex verarbeitet und eben Dinge, die ganz außen sind, werden ganz außen in unserem visuellen Kortex verarbeitet. Und so geht es eben quasi räumlich dann von unserer Umwelt direkt in unseren visuellen Kortex. Im somatosensorischen System haben wir eben die schon erwähnte Somatotopo-Organisation, also dass benachbarte Bereiche unserer Körperoberfläche an benachbarten Bereichen unseres somatosensorischen Kortex verarbeitet werden. Hier auch wieder ein Beispiel aus einem Affen. Ich vermute, ich sage jetzt einfach mal, das ist ein Rhesusaffe, also irgendeine Affenart, bei der man das eben untersuchen kann. Da sehen Sie eben sehr genau, wie eben diese sensorische Karte entlang unserer Zentralfurche organisiert ist, die eben extrem detailliert ist. Sie sehen es quasi, unterschiedliche Bereiche unserer Hand und von unterschiedlichen Fingern werden eben an benachbarten Bereichen hier unseres Neokortex verarbeitet. Und wie gesagt, das ist ein Prinzip, das haben wir in allen unseren sensorischen Systemen, aber die Ordnung ist abhängig von den einzelnen Sinnen. Was Sie sich aber schon mal merken sollten, ist, dass diese topische Organisation, die ist nicht fest. Die ist zwar festgelegt erstmal, also bei allen von Ihnen ist der somatosensorische Kortex auf der Rückseite der Zentralfurche und der motorische Kortex an der Vorderseite der Zentralfurche und ihre auditorischen Kortices an der Oberkante ihres Temporallappens und der visuelle Kortex hinten am Gehirn im Okzipitallappen. Diese grobe Organisation, die ist also genetisch festgelegt. Aber die feine Organisation, die ist sehr, sehr, sehr veränderbar. Dies ist also durch beispielsweise Erfahrung ist die lässt die sich verändern. Diese topische Organisation ist also abhängig von Aktivität und lässt sich auch plastisch reorganisieren. Also das Schlagwort ist Neuroplastizität. Also die topische Organisation unseres Neokortex lässt sich durch unterschiedliche Prozesse verändern. Zum Beispiel durch einen veränderten sensorischen Eingang. Wenn ich jetzt bei Ihnen einen Arm amputieren würde, dann hätte dieser Bereich, also nehmen wir an, ich schneide mir den linken Arm ab, ne, mein linker Arm wird auf der rechten Seite meines somatosensorischen Kortex repräsentiert. Hier oben gibt es ein Areal, das heißt das Hand Area, Hand Knob, das ist ein ganz bestimmter Bereich meines somatosensorischen Kortex, der meine linke Hand repräsentiert. Und wenn ich meine linke Hand jetzt abschneide, dann hat dieser Bereich meines somatosensorischen Kortex ja nichts mehr zu tun. Dann sitzt der nicht einfach nur rum und tut nichts, sondern der übernimmt dann andere Aufgaben. Zum Beispiel repräsentiert er dann benachbarte Gliedmaßen. Also da gibt es dann quasi, der wird dann quasi funktionell umorganisiert, dass er Informationen aufnimmt von Bereichen von beispielsweise meinem Arm oder meinem Rumpf. Ich kann das Ganze auch ein bisschen bewusster machen, wenn ich zum Beispiel neue motorische Fähigkeiten lerne. Also wenn ich zum Beispiel etwas Neues lerne, also wer jetzt von Ihnen beispielsweise, jetzt ist ja bald Weihnachten, jetzt können Sie mal was ein Weihnachtsgeschenk sich überlegen, wenn Sie jetzt zum Beispiel wie hier in der Abbildung ein Saiteninstrument lernen, wenn Sie jetzt nicht denken, okay, ist ja nett, Sie haben ja sonst nichts zu tun, Sie lernen jetzt einfach mal Cello spielen, dann erlernen Sie eine neue Fähigkeit mit Ihrer linken Hand. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen Cello spielt, das ist, glaube ich, relativ kompliziert, Sie müssen relativ viel mit Ihrer linken Hand machen, um auf den Saiten herumzudrücken. Sie lernen also eine neue Fähigkeit mit Ihrer linken Hand. Und dadurch verändert sich durch dieses motorische Lernen, verändert sich die Repräsentation Ihrer Hand auf Ihrem motorischen Kortex. Ne? Denk mal auch wieder dran, motorischer Kortex, auch somatotop organisiert. Da können wir also durch eine veränderte Aktivität die Repräsentation unserer Hand auf dem motorischen Kortex verändern. Also hier eben im Beispiel wurde das tatsächlich mal untersucht, mit der sogenannten Magnetenzephalographie, mit der man eben schauen kann, wie groß oder wie stark ist die Aktivierung eines ganz bestimmten Areals in unserem motorischen System. Da wurde sich eben angeschaut, zwischen
Menschen, die ein Saiteninstrument spielen und Kontrollprobanden. Wie groß ist denn da die Repräsentation von Daumen D1 und kleinem Finger D5, also von unterschiedlichen Anteilen unserer Hand? Da zeigt sich eben, dass je früher die Versuchspersonen hier angefangen haben, ein Saiteninstrument zu spielen, desto stärker wurde eben hier eben dieser Bereich des motorischen Kortex aktiviert. Also eben hier erfahrungs- und übungsabhängige Repräsentation unseres Körpers. Und natürlich auch durch Verletzungen, wenn wir direkt unseren Neokortex verletzen, also wenn wir beispielsweise einen Schlaganfall haben, uns kommt zu einer Einblutung in unserem Gehirn, dadurch werden eben ganz bestimmte Bereiche unseres Neokortex nicht mehr versorgt. Auch dann kommt es eben hier zu so einer plastischen Veränderung, dass eben andere Bereiche unseres Gehirns dann eben die einmal jetzt hier gestörten Funktionen wieder übernehmen können. Ja, Frage. Die Frage ist, ob es ein Limit gibt von neuen Fähigkeiten, die wir lernen können. Das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube nicht. Also diese Reorganisation, die ist dynamisch und plastisch. Die Reorganisation kommt irgendwann an ihre Grenzen. Also Sie können es natürlich mal ausprobieren, wenn Sie jetzt gleichzeitig eben Cello spielen lernen und Orgel. Ne? Wenn Sie eine große Kirchenorgel, die müssen Sie mit den Füßen spielen. Das heißt, Sie müssen unterschiedliche Bereiche Ihres Körpers auf einmal stärker repräsentieren. Es könnte da vermutlich zu so einem gegenseitigen Trade-off kommen, dass Sie einfach an irgendwann nicht mehr so viel neu repräsentieren können. Aber das ist eigentlich eine spannende Frage. Ich glaube erstmal, es sollte eigentlich keine rein physiologischen Limitationen geben. Sollte es eigentlich nicht. Das ist auch ganz spannend, das funktioniert auch im Erwachsenenalter noch. Also diese plastische Reorganisation, die ist zum Beispiel ganz relevant für die Reha nach Schlaganfällen. Also das sind alles Dinge, wenn Sie auch im älteren Erwachsenenalter eine Verletzung haben, auch dann kann diese Reorganisation noch funktionieren. Also das ist tatsächlich auch immer möglich. Was wir jetzt auch schon so ein bisschen gesehen haben, was wir haben es auch letztes... Ja, oh, Entschuldigung, Frage. Die Frage ist, ob diese Reorganisation über das Leben hinweg immer gleich schnell oder gleich flexibel ist. Nein, ist sie nicht. Je älter Sie werden, desto schwieriger wird diese Reorganisation. Also als junger Mensch ist diese Reorganisation extrem schnell, extrem dynamisch und extrem einfach möglich. Also das kennt man beispielsweise aus Tierversuchen, wo man quasi jungen Tieren, die man in einer ganz bestimmten Umgebung aufzieht. Da lässt sich unglaublich schnell dynamisch der sensorische Bereich neu organisieren. Und je älter Sie werden, desto schwieriger wird das Ganze. Genau, wir haben es im Grunde hier schon gesehen, hier nochmal als Übersicht, dass unser Neokortex, also unsere Großhirnrinde, die ist eben funktionell gegliedert, in ganz bestimmte Bereiche funktionell organisiert. Und was Sie sich hier merken sollten, ist eben, dass benachbarte Bereiche verarbeiten zusammenhängende Informationen. Wir haben also diese Hierarchie von kortikaler Verarbeitung. Wir sehen es hier in unterschiedlichen Farben eingefärbt, also beispielsweise in lila, im visuellen System, dass wir eine Verarbeitungshierarchie haben von V1, dem primären visuellen Kortex, der ersten Eingangsstrukturen in unserem visuellen System, hin zu höheren Verarbeitungsarealen, die eben benachbart im Neokortex liegen. Und wir geben also Informationen von einem benachbarten Bereich zum nächsten weiter. Ganz wichtig, Information wird auch zwischen unterschiedlichen sensorischen Systemen und motorischen Systemen ausgetauscht, also beispielsweise zwischen auditorischen und visuellen Systemen oder visuellen und somatosensorischen Systemen oder visuellen und motorischen Systemen wird diese Information auch ausgetauscht. Und diese funktionelle Gliederung, die ist eben nicht nur so grob, wie wir es letzte Woche kennengelernt haben. Letzte Woche haben wir kennengelernt, okay, Temporallappen hören, Okzipitallappen sehen, Parietallappen, somatosensorisches System, Frontallappen, motorisches System, sondern wir haben auch innerhalb dieser groben anatomischen Einteilung eine sehr, sehr spezialisierte, sehr, sehr kleinteilige, funktionelle Organisation, dass eben hier bestimmte Bereiche eine
ganz bestimmte Funktion erfüllen. Das ist nicht neu, erinnern Sie sich nochmal dran, das haben wir schon kennengelernt letzte Woche, das hatte schon Herr Brodmann erkannt, Corbinian Brodmann, der den Brodmann-Areale, diesen Brodmann-Atlas aufgemacht hat, der hat das schon erkannt und mittlerweile weiß man eben sehr genau, welche Bereiche genau welche Funktion repräsentieren. Das werden Sie dann bei Frau Nutmann in Vaco noch ganz genau kennenlernen, welche Bereiche in unserem Gehirn für welche Wahrnehmungsrepräsentation relevant sind. Was wir aber auf jeden Fall hier schon uns schon mal merken sollten, ist eben, dass wir Informationen in seriellen, das heißt, wir kommen von einer Hierarchiestufe zur nächsten Hierarchiestufe, wir haben also quasi eine Serie von Verarbeitungsstufen und parallelen Informationsverarbeitungspfaden verarbeiten. Parallele Pfade, wir haben es schon kennengelernt, ich hatte es vorhin schon erwähnt, eine Art von Information wird auf einem ganz bestimmten Verarbeitungspfad eben verarbeitet und andere Anteile der Information werden auf parallelen Verarbeitungspfaden eben weitertransportiert. Wenn wir das eben uns im Neokortex mal anschauen, das schöne Beispiel dafür ist immer das visuelle System. Da haben wir zwei ganz große Verarbeitungspfade, einmal den dorsalen und einmal den ventralen Pfad. Ne? Dorsal, ventral haben wir heute schon mal gelernt. Hier in dem Fall dorsal über den Parietallappen, der Wo-Pfad, der Eselsbrücke, der Dort-Pfad, dorsal dort, der eben hier visuelle Information mit räumlicher Information verbindet. Also hier quasi den Ort von visuellen Objekten im Raum verarbeitet. Auf der anderen Seite haben wir den ventralen Pfad, den Was-Pfad über unseren Temporallappen, der die Objekteigenschaften repräsentiert. Also nicht den Ort im Raum, sondern die Eigenschaften, die Konfiguration eines ganz bestimmten Objektes, also sowas wie Farbe und Form repräsentiert. Das heißt, unterschiedliche Anteile von visueller Information, Ort im Raum, Farbe und Form, werden auf unterschiedlichen parallelen Pfaden verarbeitet und dann erst ganz am Ende wieder zu einer bewussten, integrierten Wahrnehmung zusammengeführt. Das kann ganz interessante Auswirkungen haben, wenn Sie beispielsweise eine Läsion in Ihrem Parietallappen haben, dann können Sie zwar ein Objekt wahrnehmen, aber nicht so genau, wo dieses Objekt ist. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine Läsion in Ihrem Temporallappen haben, dann können Sie genau sagen, wo ein Objekt ist, wissen aber nicht genau, was dieses Objekt eigentlich ist. Das sind sogenannte Agnosien. Das heißt eben also Ausfälle des Erkennens eines ganz bestimmten Reizes. Dieses gleiche Prinzip gibt es auch andersrum. Wir haben eben auch serielle und parallele Top-Down-Pfade, also absteigende Informationen. Das also Informationen aus den sogenannten Assoziationsarealen, also den Bereichen, die diese Informationen zusammenfassen, wird dann wieder zurückgegeben auf frühe sensorische Areale, um eben hier die Informationsverarbeitung zu beeinflussen. Oder zum Beispiel im motorischen System kommen wir eben von abstrakten Ideen hin zu sehr konkreten Muskelaktivierungen. Da werden also quasi abstrakte Handlungen, Handlungsintentionen formuliert und diese abstrakten Handlungsintentionen werden dann eben auf einem absteigenden Pfad, einem Top-Down-Pfad übersetzt in einzelne Muskelaktivierungen, die dann eben dazu führen, dass ganz bestimmte Bereiche unseres motorischen Kortex aktiviert werden. Das heißt, wir haben einen Kreislauf zwischen aufsteigender Bottom-Up und Top-Down-Information, dass wir ständig Informationen aufnehmen, verarbeiten und dann eben diese Information verarbeiten zu einer bewussten Wahrnehmung und diese bewusste Wahrnehmung dann wiederum aufsteigend Top-Down beeinflusst, wie wir eben auf diese Wahrnehmung reagieren oder was wir tatsächlich wahrnehmen. Wenn wir das also mal zusammenfassen, dann sehen wir eben, dass diese serielle und parallele Informationsverarbeitung, die ist keine Einbahnstraße, sondern die geht immer in beide Richtungen. Einfache Information, die wir aufnehmen, wird also zu immer komplexerer Information kombiniert. Also beispielsweise visuelle Information, einfache visuelle Information über Kanten und Ecken wird kombiniert zu einer Wahrnehmung eines integrierten Objektes wie einer Tasse. Und dieses Objekt wird dann kombiniert eben mit räumlicher Information, dass wir wissen, wo ist diese Tasse im Raum, die dann eben und diese Wahrnehmung kann dann eben kombiniert werden mit einer motorischen Handlungsintention, die dann unsere Reaktion auf dieses Objekt eben steuert, damit wir dann
das Objekt, das wir sehen, auch greifen können. Also hier eben quasi ein ständiger Informationskreislauf. Und dieser Informationsaustausch, der führt dann dazu, dass eben diese unterschiedlichen Informationen sich gegenseitig beeinflussen. Ist dieses Prinzip der seriellen und parallelen Informationsverarbeitung jetzt einigermaßen klar geworden? Okay, wunderbar. Werden wir auf jeden Fall noch ein paar Mal hören, da kommen wir also nicht drum rum. So, und jetzt habe ich ein bisschen ein Experiment mit Ihnen vor. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Und zwar würde ich Sie mal bitten, Sie sind ja alle technisch fit und versiert. Scannen Sie mal diesen QR-Code oder gehen Sie auf menti.com und geben Sie diesen Code an. Und jetzt muss ich nämlich, wenn Sie das alle einigermaßen haben, muss ich nämlich jetzt hier geschwind umschalten auf meinen Browser, damit ich sehe, was Sie da alles, wie Sie da reagieren. Da sollten Sie ein Bild sehen. Ich hoffe mal, dass es funktioniert. Sie sollten... ich habe kein Internet, das ist natürlich schlecht. Ich hoffe, Sie haben Internet. Also, okay. Hat irgendjemand Internet? Das war eine Sekunde, ich brauche noch eine Minute. So, jetzt muss ich das hier rüberlegen. Genau. Also, das ist ein schönes Beispiel für den Zusammenspiel von Top-Down- und Bottom-Up-Information. Wo ist denn bei diesem Bild der Kopf des Dalmatiners? 11 Leute haben schon abgestimmt. Irgendjemand hatte da, weil irgendjemand hat es unglaublich gut funktioniert. Irgendjemand hat gerade gesagt, jetzt habe ich es, hervorragend, genau. Also, zumindest 10 von Ihnen haben es richtig erkannt, also 11 von Ihnen, das ist ein Hund. Hier vorne ist der Kopf, hier geht dann der Rücken entlang, hier irgendwo ist der Schwanz, hier ist ein Hinterbein, hier ist das andere Hinterbein, hier ist ein Vorderbein und hier ist das andere Vorderbein. Wir sehen also so einen Hund irgendwie schräg von links hinten. Das ist so ein schönes Beispiel, wie eben Vorwissen kann jetzt eben diese Objekterkennung quasi beeinflussen. Die Objekterkennung hier, ihre reine visuelle Wahrnehmung ist einfach nur Flecken, schwarze und weiße Flecken. Aber anhand von Top-Down-Informationen kann die eben jetzt zu einem Objekt gruppiert werden, dass sie dieses Objekt einheitlich wahrnehmen. Jetzt habe ich Ihnen noch ein Beispiel mitgebracht aus dem auditorischen System. Jetzt hoffe ich mal, wie komme ich jetzt hier weiter? Genau. Ich spiele Ihnen jetzt mal, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, einen englischen Satz vor und Sie tippen mal ein hier, was Sie denn vermutlich gehört haben. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Achtung. Eine große Ankündigung. Irgendeine Idee, was das hier gewesen sein könnte, dieser Satz. Überlegen Sie mal kurz und dann, wenn Sie mutig sind, einfach mal eintippen. Ich spiele es nochmal ab. Ich warte mal, bis die erste Person irgendwas... Okay. Sehr gut. Dinge passieren. Jetzt spiele ich Ihnen mal den Satz ohne Rauschen vor. So, und jetzt spielen wir den Originalsatz nochmal vor. So, jetzt haben Sie vielleicht bemerkt, dass Ihr Vorwissen darüber, was dieser Satz bedeutet, Ihre auditorische Wahrnehmung beeinflusst hat. Dass Sie jetzt diesen Satz, der Satz ist, the juice of lemon makes fine punch, dass das die Wahrnehmung von diesem Satz in diesem Rauschen verbessert hat. Das ist eben...
eben ein schönes Beispiel, wie eben auch in unserem auditorischen System Vorwissen, also Top-Down-Information, die basale Verarbeitung, also die einfache Verarbeitung von Silben in so einem Rauschen verbessern und vereinfachen kann. Und diese Verarbeitung, dieses Zusammenspiel zwischen Top-Down- und Bottom-Up-Information, das ist eben ein ganz großes und ganz wichtiges Feld der neurowissenschaftlichen Forschung. Also da beschäftigen uns hier am Institut nicht nur ich und Herr Kernbach und Frau Nutmann sich damit, auch beispielsweise Frau Lerche forscht dazu, wo wir uns eben untersuchen, wo wir uns anschauen, wie funktioniert eigentlich dieses Zusammenspiel aus sensorischer Information und Wahrnehmung. Eine ganz wichtige Methode dabei ist die sogenannte Kernspintomographie. Ja. Genau. Also die Frage war, gibt es Versuche, bei denen man mit einer Prismenbrille das Bild invertieren kann? Ja, gibt es. Also es gibt ein schönes Paper dazu, bei dem die Versuchspersonen eine Woche lang eine Prismenbrille getragen haben, die quasi das Bild einmal auf den Kopf drehen. Das dauert eben so eine Woche etwa, bis sie sich daran gewöhnt haben, bis sie das dann als normal wahrnehmen. Funktioniert im auditorischen System auch. Es gibt so Ohrhörer, die räumliche Information verändern. Also räumliche Information kriegen sie unter anderem durch den Frequenzgang in dem auditorischen System. Auch da dauert so etwa eine Woche, bis sie sich daran gewöhnt haben. Also dieser plastische, dynamische Prozess, dass sie sich an eine neue sensorische Umgebung anpassen, dauert so in etwa eine Woche. Genau, eben. Ich wollte Ihnen noch ganz kurz hier ein paar methodische Forschungsthemen mitgeben in der letzten Viertelstunde. Eine ganz wichtige Methode, mit der wir eben in der Biopsychologie unsere Funktion unseres Gehirns untersuchen, ist die Kernspintomographie, das fMRT, funktionelles Magnetresonanz-Imaging, deswegen hier das I dazu. Damit können wir den Blutfluss im Gehirn untersuchen. Ich hatte es ja schon erwähnt, letzte Woche, dass wir, wenn wir einen ganz bestimmten Bereich unseres Gehirns besonders arg benutzen, dann wird dieser Bereich stärker mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Und diese Veränderung des Verhältnisses von sauerstoffreichem zu sauerstoffarmem Blut lässt sich über den sogenannten BOLD-Effekt, Blood Oxygenation Level Dependent Signal, darstellen. Damit können wir also untersuchen, welcher Bereich unseres Gehirns gerade besonders aktiv ist, um dann eben auch funktionelle Netzwerke zu untersuchen, also zu schauen, welche Bereiche unseres Gehirns sind denn bei welchen kognitiven oder Wahrnehmungsaufgaben gleichzeitig aktiv. Eine Abwandlung von dieser Kernspintomographie ist das sogenannte Diffusion Tensor Imaging, das DTI. Mit diesem Diffusion Tensor Imaging können wir dann zusätzlich nicht nur die lokale Aktivierung visualisieren, sondern auch eben die Faserverbindung. Wir haben ganz am Anfang der heutigen Sitzung haben wir kennengelernt die unterschiedlichen Faserverbindungen im Gehirn und die können wir mit diesem DTI darstellen, um dann eben zu untersuchen, okay, jetzt habe ich eine Aktivierung in unterschiedlichen Bereichen meines Gehirns und mit welchen axonalen Verbindungen, also mit welchen Nervenverbindungen kommunizieren diese Bereiche denn und wie genau läuft denn die Information in meinem Gehirn durch die Gegend? Der große Nachteil von fMRT und DTI ist, dass es unglaublich lange dauert. Also diejenigen von Ihnen, die schon mal im MRT drin lagen oder an einer MRT-Studie teilgenommen haben, die wissen, das dauert absurd lange. Das dauert unglaublich lange, diese Sachen zu messen und sie haben eine ganz, ganz schlechte zeitliche Auflösung. Also sie können da so alle so Events so alle 10 Sekunden etwa abbilden. Wenn wir es ein bisschen eiliger haben und genauer wissen wollen, wann, was, wie und wo genau im Gehirn passiert, dann müssen wir uns die elektrische Aktivität unseres Gehirns anschauen. Wir hatten es ja schon kennengelernt, unsere Informationsübertragung in unserem Nervensystem ist im Grunde eine elektrische Signalübertragung. Unsere Nervenzellen verarbeiten elektrische Signale, Aktionspotenzial, postsynaptische Potenziale, das sind elektrische Signale. Und diese elektrischen Signale, die können wir außerhalb des Kopfes
beispielsweise mit dem EEG messen. EEG Elektroenzephalographie. Damit können wir die summierte Aktivität von parallel liegenden Pyramidenzellen messen. Das heißt, wir wissen dann ganz genau, wann machen diese Pyramidenzellen was. Also wann feuern die, wann sind die besonders aktiv. Und auch hier können wir uns anschauen, sind diese Signale irgendwie zeitlich in einem ganz bestimmten Zusammenhang. Da gibt es dann Methoden, die im Grunde auf der Korrelation beruhen, also im Grunde eine Idee von der Korrelation. Korrelationsanalyse haben Sie ja bei Frau Lerche in der Statistik vermutlich schon mal gehört. Ne? Wir schauen uns an, wie hängen zwei unterschiedliche Signale zusammen. Das kann ich durch eine zeitliche Komponente erweitern und kann dann eben schauen, okay, wie sagt das Signal in einem Areal das Signal in einem anderen Areal vorher, um so eben herauszufinden, wie kommunizieren denn ganz bestimmte Bereiche in meinem Gehirn miteinander. Wenn wir uns also anschauen wollen, diese funktionelle Hierarchie, die ich ja heute schon erwähnt habe, also dass Informationen vom primären zum sekundären zum tertiären visuellen Kortex weitergegeben werden, dann können wir uns eben hier diese sogenannte Granger Causality anschauen, die dann eben uns zeigt, okay, der primäre sensorische Kortex beeinflusst den sekundären und so weiter. Und das Spannende ist, dass wir mittlerweile sehr genau wissen, wie eigentlich Top-Down- und Bottom-Up-Signale miteinander zusammenhängen. Das war bis vor 10 Jahren noch ein großes Rätsel. Wie bekommen wir denn eigentlich Top-Down- und Bottom-Up-Signale in unserem Gehirn transportiert? Mittlerweile weiß man, dass diese Information wieder über parallele neuronale Pfade transportiert wird, also über parallel laufende Signalpfade und dass eben Bottom-up- und Top-Down-Signale auf unterschiedlichen Frequenzen transportiert sind. Dieses Prinzip, das kennen Sie alle. Radiosender transportieren Informationen auf unterschiedlichen Frequenzen. Ein ganz bestimmter Radiosender ist mit einer ganz bestimmten Frequenz assoziiert. Und genau das gleiche Prinzip finden wir bei uns im Gehirn, dass Top-Down- und Bottom-Up-Informationen auf unterschiedlichen Frequenzbändern transportiert werden. So wird beispielsweise die Bottom-Up-Information, die aufsteigende Information über hohe Frequenzbänder transportiert, die sogenannte Gamma-Band-Aktivität. Gamma-Band, das hat so eine Frequenzband von etwa 30 bis 150 Hertz pro Sekunde, also 30 bis 150 Schwingungen pro Sekunde. Auf der anderen Seite, Top-Down-Aktivität wird in niedrigen Frequenzen im sogenannten Theta- und Alpha-Band, also bei 6 bis 10 Hertz, transportiert. Also unterschiedliche Signaturen von elektrischer Aktivität sind eben mit unterschiedlichen Informationspfaden in unserem Gehirn assoziiert. Und mittlerweile können wir eben sehr genau nachvollziehen, wie Information in unserem Gehirn weitergegeben wird. Das ist noch ein sehr, sehr großes und sehr, sehr wichtiges Forschungsfeld zurzeit. Also wer da von Ihnen so ein bisschen noch Pionierarbeit leisten kann, kann sich jetzt genau anschauen, wie funktioniert diese Informationsweitergabe in unterschiedlichen sensorischen Systemen und zwischen unterschiedlichen Bereichen im Gehirn. Ein ganz zentraler Bereich, wo das wichtig ist, ist, wenn wir uns zum Beispiel unser Gedächtnis anschauen. Gedächtnis, das lernen Sie ja schon in PsyB6, in Emotion und Motivation bei Herrn Kernbach kennen, so die Idee von beispielsweise unserem Langzeitgedächtnis. Da hatten wir einen Prozess schon kennengelernt. Bei der Übertragung, bei der chemischen Signalübertragung hatten wir die sogenannte Langzeitpotenzierung, LTP, kennengelernt. Erinnern Sie sich nochmal dran, LTP, das war diese Signalübertragung an glutamatergen Synapsen, also chemischen Synapsen mit Glutamat als Neurotransmitter. In Abhängigkeit des Calcium-Einstroms wird hier die synaptische Verbindung entweder gestärkt oder gehemmt. Das war diese Idee von Langzeitpotenzierung. Und im Hippocampus finden wir eben diese Langzeitpotenzierung als Korrelat unseres Langzeitgedächtnisses, also wenn wir uns Dinge merken wollen. Und jetzt ist die große Frage, wie bekommen wir denn eigentlich die Informationen, die wir aufnehmen, in diesen Hippocampus rein? Und das ist eben eines dieser Beispiele, wo wir uns eben anschauen können, wie Informationen zwischen unseren sensorischen und unseren Gedächtnissystemen hin und her fließt. Da sehen wir zum Beispiel, dass wenn wir Dinge lernen, dann haben wir ein Bottom-up
Informationseinfluss aus unserem sensorischen System über den Thalamus in den Hippocampus hinein. Da bilden wir dann neuronale Netzwerke. Das ist alles noch bottom-up, feed-forward. Also wir schicken also Informationen in unseren Hippocampus hinein. Und dann, wenn wir einschlafen, im Tiefschlaf, wird diese Information aus dem Hippocampus in den Neokortex übertragen. Und das ist dann ein Zusammenspiel zwischen feed-forward, also bottom-up, Information vom Hippocampus in den Neokortex und Top-Down-Information, also absteigende Signale aus dem Neokortex zum Hippocampus. Und wenn wir uns dann eines Tages wieder an Information erinnern wollen, also wenn wir uns dann eines Tages in der Klausur sitzen und wir wollen jetzt uns daran erinnern, wie funktioniert nochmal LTP, dann haben wir ein Signal in unserem Neokortex, das ein absteigendes Top-Down-Signal zum Hippocampus ist, um hier eine ganz bestimmte Gedächtnisinformation wieder abzurufen. Wir haben also auch hier, abgesehen von diesen reinen sensorischen Systemen, dieses ständige Zusammenspiel zwischen Bottom-Up, Feed-Forward, Top-Down, Feedback, Informationsverarbeitung, die eben ganz relevant ist für alle unsere Informationsverarbeitungssysteme. So, damit sollten Sie heute ganz grob mitgenommen haben, wie wir denn Informationen in unterschiedlichen Faserverbindungen in unserem Gehirn transportieren, wie unser Rückenmark, unser peripheres Nervensystem so grob aufgebaut ist und was so die Idee eines rezeptiven Feldes ist. Und ich hoffe, Sie haben so ein bisschen gelernt, okay, Bottom-up und Top-Down-Informationen spielen zusammen und können sich gegenseitig beeinflussen. Gibt es dazu von Ihnen noch irgendwelche Fragen? Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wünsche ich Ihnen eine fröhliche Jahresendzeitfeier und einen gesunden Jahresübertritt. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr alle gesund und munter wiedersehen. Tschüss zusammen.